We want to take the chance to design a football boot just for you. Okay. So we had just limited time, but to see your reaction, just as a thank you for your time. Okay. I will open it and you can take it out. Fußballschuh Designs, ihr wisst, um was es geht. Wir designen die Fußballschuhe für die Fußballprofis und überraschen sie dann vor Ort, um euch die Reaktion zu zeigen. Hoffentlich auch mit euren Lieblingsprofis. Ja, Leute, ihr habt richtig gelesen. Neue Folge Fußballschuh Designs und dieses Mal für niemand Geringeres als Sadio Mané. Ich kann es ehrlicherweise auch noch nicht ganz glauben, aber wir werden heute einen Fußballschuh für Sadio Mané designen. Absoluter Traum, vor allem dann auch noch für New Balance, eine der stärksten Marken, was das Design angeht. Wir hatten ja auch schon ein paar spannende hier auf dem Kanal, wie den Route to Success von Raheem Sterling mit diesem auffälligen blauen Muster von den Bussitzen. Auch eine sehr, sehr geile Story. Haben wir auch letztes Mal mit Luke noch quatschen können, falls ihr Part 1 noch nicht gesehen habt. Außerdem zuletzt auch den von Bukayo Saka, den rot-silbernen New Balance 4V7. Für mich einer der stärksten Fußballschuhe für das neue Jahr, obwohl das eigentlich erst angefangen hat. Da liefert New Balance auf jeden Fall sehr, sehr krass ab. Deswegen ist der Druck definitiv da. Wir haben aber natürlich keine Zeit zu labern, deswegen zeige ich euch mal direkt, um welchen Fußballschuh es geht. Und zwar wollten wir natürlich eigentlich den komplett aktuellen Fußballschuh nehmen, hier aus dem Dizzy Heights Pack. Aber ihr könnt erkennen, der ist schon extrem auffällig. Da wird es natürlich schwierig, noch mal was Cooleres draus zu machen, weil der Schuh schon so ins Auge sticht. Vor allem mit diesen Grafiken hier hinten an der Ferse. Deshalb haben wir nicht den aktuellen Führung genommen, sondern ein sehr, sehr geiles Colorway. Kennt ihr auch aus unseren Videos. Das ist der hier und zwar der Furin V7 in der First Edition. Der gibt schon mal sehr viel her, weil er einfach ein fast komplett Blackout-Colorway hat. Hier New Balance untergebracht, vor allem auch schon die Sohle. Ultra geil mit diesem reflektierenden Gold. Den feiere ich mega. Vormals First Edition war der richtig geil, deswegen haben wir uns den dann auch ausgesucht fürs Design. Das heißt, wir haben uns für diesen Fußballschuh entschieden, die First Edition, einfach weil hier natürlich viel freie Fläche ist, zum Beispiel auf der Außenseite und hier auf der Innenseite. Genauso der New Balance Block vorne, das heißt, hier kann man auf jeden Fall was Cooles machen. Herausforderung ist natürlich wie immer, wir können nur gerade Flächen bedrucken, also nicht um die Ecke, sonst wäre das natürlich mega geil, hier all over zu machen. Das kann ich leider nicht, technisch. Vielleicht besteht ja irgendwann mal die Möglichkeit in Zukunft. Aber auf jeden Fall habe ich mir schon überlegt, vom Motto her, einerseits auf der Außenseite kann man hier sehr cool mit dieser Struktur arbeiten, um so ein bisschen die Herkunft aufzugreifen. Also, dass man auch so ein bisschen die Herkunft, Heimat von Sadio unterbringt. Und auf der Innenseite aber genauso ist eine neue Heimat. Sprich, hier bietet sich zum Beispiel an, das ist mir direkt als Idee gekommen, eine Skyline von München unterzubringen, weil es einfach hier genau diese Struktur wiedergeben könnte, dass er quasi beides aktuelle Heimat und natürlich seine Herkunft unterbringen können. Und auch hier beim New Balance Block möchte ich auf jeden Fall was unterbringen. Denke ich so ein bisschen an Thema Schrift. Und das Ganze soll natürlich in Gold sein. Das heißt, es sieht, glaube ich, ziemlich geil aus in Kombination mit dieser Sohle, wenn man hier noch ein bisschen Gold unterbringt. Diesmal gibt es aber keine Zeitrafferaufnahmen hier am PC. Ich werde das Ganze natürlich jetzt wieder in Photoshop bearbeiten. Aber um die Überraschung größer zu lassen, gibt es dieses Mal, wie gesagt, keine Zeitrafferaufnahmen. Denn der Schuh muss innerhalb von 2 Tagen wieder fertig sein, dass ihr den mitnehmt nach München zum New Balance Launch Event. Habt ihr ja schon Part 1 hoffentlich gesehen. Das heißt, unbedingt Vollgas geben. Und bevor ich es vergesse, Leute, es gibt in diesem Video auch noch ein Gewinnspiel. Bleibt also auf jeden Fall dran. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn der Schuh dann fertig ist. So, Leute, wie ihr seht, Paket kam an. Wir haben uns dieses Mal auch was für den Karton überlegt. Ich versuche es mal anzuheben, ohne dass ich hier alles verkratze. So, goldener Löwe hier oben, natürlich wegen Senegal. Hier New Balance Logo. Und auch hier haben wir es untergebracht. New Balance 4V7 Plus Mané Edition. Einfach so ein bisschen mal auch den Karton hier ein bisschen was rauszuholen und das Ganze mal ein bisschen zu variieren. Allein, dass das Paket jetzt noch angekommen ist, ist noch ein Wunder, denn eigentlich hat UPS angegeben, ja, du warst nicht vor Ort. Ich habe die ganze Zeit auf dieses Paket gewartet, habe da hinterher telefoniert, dann kam der Fahrer doch. Und jetzt haben wir aber festgestellt, dass es im Druck nicht ganz so funktioniert hat, wie ich mir das eigentlich gewünscht hatte oder auch vorgestellt hatte. Die Jungs in der Druckerei haben wirklich alles menschenmögliche getan. Das war einfach zeitlich wahrscheinlich für die auch maximaler Stress. Leider hat es nicht ganz so geklappt, wie ich mir das gewünscht hätte. Bin ich so wirklich happy damit. Das heißt, wir versuchen das Ganze nochmal zu lösen, fahren in eine Lokaldruckerei und hoffen, dass die uns da weiterhelfen können. Damit sollte auch klar sein, Leute, Fußballschuhdesign, so einfach ist das Ganze nicht. Vor allem für einen Spieler wie Sadio Mané, da muss es eigentlich perfekt sein. Deswegen ärgere ich mich umso mehr, dass wir so wenig Zeit hatten. Sonst hätte ich den Schuh jetzt nochmal komplett zurückgeschickt, um das Ganze anpassen zu lassen, weil die Chance hat man nicht allzu oft im Leben. Das nervt mich enorm, muss ich ganz ehrlich sein, aber es hilft jetzt alles nichts. Wir gehen ab zur Druckerei und hoffen, dass wir da noch ein bisschen was retten können. Und ihr seht den Schuh natürlich dann noch später.
Also Leute, an uns liegt es jetzt nicht mehr. Wir fahren jetzt extra nochmal los zu einem anderen Unternehmen, um zu gucken, ob wir diese Sohle noch retten können. Die haben uns am Telefon gesagt, sie haben sowas noch nicht gemacht. Aber ich hoffe, es lohnt sich jetzt. Vielleicht können die da echt den Löwe vielleicht noch ein Gold unterbringen, dass es den Schuh nochmal aufwertet. Heißt Daumen drücken und mal gucken, was die gleich sagen. Es ist die letzte Hoffnung, ey. An uns scheitert es nicht. Designtechnisch sah es cool aus. Und mir ist es schon wert, dass man das probiert. Also es könnte halt nochmal so ein optischer Hingucker sein. Aber wir werden es dann morgen, wenn wir abreisen, dann auch erst erfahren. Ne? Also Leute, wir sind jetzt auf dem Weg. Der Zug kommt in einer halben Stunde. Wir gehen jetzt noch schnell zu dieser Druckerei und holen die Sohlen ab. Es soll wohl funktioniert haben. Ich will mich auch nicht zu früh freuen. An uns liegt es nicht. Wir probieren hier wirklich alles. Holen jetzt schnell ab. Dann gibt es später natürlich den Schuh erst im Detail, wenn wir den hoffentlich auch übergeben können. Aber ja, es ist halt so ein bisschen, ich ärgere mich immer noch so krass, dass der Schuh halt noch nicht so ist, wie man es hätte machen können, das Maximum rauszuholen. Gerade New Balance, halt die Marke sind mit so krassen Designs, ich würde da halt auch maximal was abliefern. Aber jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Sohlen gut sind und dann sehen wir uns später in München. Also Leute, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Wir gehen da jetzt mal schnell rein und dann hoffe ich, dass es so aussieht, wie ich hier hoffe, dass es aussieht. Auf jeden Fall schon mal geisteskrank, dass sie uns das überhaupt so schnell noch da irgendwie ermöglichen. Deswegen parken wir jetzt mal und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Okay Leute, vier Sohlen sind da. Wie die aussehen, zeigen wir aber erst nachher. Okay, ich glaube aber, man kann sich wahrscheinlich an der Reaktion schon denken, ob es geklappt hat oder nicht. Aber ein bisschen Cliffhanger und Spannung für später. Wettertechnisch schwierig. Also Leute, ihr seht, Box kam an. Haben wir auch natürlich vorbildlich verpackt, dass wir bloß nichts an unserer Sadio Mané Box, ihr seht es ja hier, New Balance 4 und V7 Plus, nichts passiert. Den Schuh zeigen wir logischerweise noch nicht, aber wir haben ja vorher die Sohle abgeholt und ich zeige euch mal kurz ein Exemplar. Einfach, das war so eine Probesohle, wo man sieht, wie das jetzt hier aussieht, vor allem in Kombination sieht das schon wirklich sehr, sehr geil aus. Ein kleines Highlight wird dann innen der Sohle quasi zu sehen sein. Hat also funktioniert, deswegen viele Grüße natürlich raus, dass es noch geklappt hat, vor allem auf die Schnelligkeit. Hoffe natürlich, dass man hier sich drüber freut, kommen wir gleich dazu. Ihr kennt natürlich schon die Interviewsachen und auch das Event. Was ich euch aber auch damals schon erklärt habe, ist, diesen Fußballschuh, den wir hier am Start haben, den New Balance 4 und V7 aus dem Dizzy Heights Pack. Den werden wir natürlich heute unterschreiben lassen, an euch verlosen. Jetzt schon mal die Info, all die Kommentieren sind automatisch dabei. Was ihr noch machen müsst, geht es am Ende vom Video. Aber nicht nur den Schuh habe ich am Start, sondern auch, ihr kennt ja meine Trikot-Wall, auch da habe ich mir was überlegt und zwar habe ich mir hier noch ein Bayern-Trikot gezogen. Natürlich mit Sadio Mané, der das Ganze dann hoffentlich nachher unterschreibt, dass wir es eintragen können für die Trikot-Wall. Vielleicht organisieren wir auch noch mal ein zweites Trikot für auch noch für ein Gewinnspiel, aber haben uns natürlich jetzt erstmal überlegt, hier den Schuh, ich glaube, ist auch schon was Cooles und vor allem in Kombination, wenn Mané wieder spielt, die zwei Sachen könnte schon wirklich sehr, sehr geil aussehen. Ich würde aber sagen, wir müssen uns langsam beeilen. Wir müssen auf jeden Fall in 10 Minuten Richtung Event, denn da gibt es noch das Briefing und dann starten wir natürlich nachher wieder rein vor Ort mit Mané. Falls ihr das Event noch nicht gesehen habt, Infokarte abchecken, aber natürlich gibt es auch heute nochmal ein paar spannende Eindrücke. So Leute, angekommen bei der Location und das ist definitiv mal was anderes. Wir sind im Theater, im Deutschen Theater hier in München und um diesen Fußballschuh geht es heute. Ich glaube, jetzt sind es noch 7 Minuten, dann geht es langsam los. Box ist am Start, Schuh ist am Start, Trikot ist am Start.
Man ist natürlich immer ein bisschen nervös, das gehört dazu, aber ich glaube, jetzt steigt die Vorfreude und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich drin. Ich denke, und so schätze ich den Typ ein, dass er mega entspannt ist, aber das natürlich gleich im Raum. Nice to meet you. We also have a little surprise for you. We want to take the chance to design a football boot just for you. Okay. So we had just limited time, but to see your reaction, just as a thank you for your time. Okay. I will open it. You can take it out. Wow. So we worked with this initially. Why I don't have this? Why I don't have this? Wow. So on the outside, Senegalese pattern for your hometown. Wow. And on the inside, Munich, like your new hometown. And also on the inside, a little lion. Lion, like me. In playing style. Wow. Yes. So just as a little present for you. Thank you. Thank you. I hope you like it. Do you rate it from 1 to 10? 9.5. Let's say 9.5. I think I will change my colors to this one. The next color, I don't know which color, but Tom! Where is Tom? Wow. Okay. My next color is gonna be like this. Thank you, David. Ja, Leute, zurück im Office. Was war das für eine kranke Reaktion von Sadio Mané? Ultra heftig, freut mich mega, dass er den Schuh so gefeiert hat, denn ich war also leider sehr, sehr kritisch. Hätte das Ganze gerne ein bisschen anders gehabt, wirklich in diesem Goldton. Das war aber einfach zeitlich nicht möglich, das nochmal zu überdrucken, nochmal zurückschicken, nochmal anpassen. Da haben die Jungs in der Druckerei wirklich alles gegeben, was nur ging. Bis spät am Abend, 22 Uhr, war der Schuh dann fertig, also ist wirklich nicht selbstverständlich. Deswegen umso besser, dass der Schuh jetzt bei Sadio so gut ankam. Ich wollte ihn erst gar nicht überreichen, weil ich noch nicht so glücklich damit war. Aber ich dachte, wenn ich die Chance schon habe, vor allem für New Balance, designtechnisch, wie gesagt, einer meiner Favoriten, dann probiere ich das Ganze. Chance muss man nutzen, dafür sind sie natürlich auch da. Deswegen umso geiler, dass es so cool geklappt hat. Sadio hat sich mega drüber gefreut, auch seine Kommentare, das finde ich extrem cool. Den Schuh haben wir auch Luke gezeigt, der ja Designer ist bei New Balance und auch zum True Success Fußballschuh gemacht hat. Dem seine Reaktion war auch ultra geil, es hat mich mega geehrt, weil designtechnisch auf jeden Fall einer meiner Vorbilder, muss man schon so sagen. Deswegen war es auch cool, den mal kennenzulernen. Wusste nicht, wer dahinter steckt, den mal zu sehen war auch genauso cool. Gibt's alles in Part 1. Und vor allem, vielleicht gibt es da mal in Zukunft wirklich eine Möglichkeit, dass man da was zusammen mit New Balance macht, eine Limited Edition. Das wäre natürlich ein absoluter Traum. Aber allein für Sadio Mané jetzt einen Schuh zu machen, das hätte mir vor ein paar Jahren wieder erzählen können. Ich hätte gedacht, so Moment mal, Schuhdesigns müssen wir erstmal voranbringen. Da war das noch ganz simpel mit Porträts am Schuh. Aber krass, wie sich das mittlerweile entwickelt hat, habe ich natürlich auch euch zu verdanken, Leute. Danke für euren Support. Und weil wir so coole Möglichkeiten haben, haben wir natürlich auch euch nicht vergessen. Wie gesagt, gibt es jetzt natürlich noch ein Gewinnspiel. Und zwar hier oben, ihr könnt es erkennen, unterschrieben von Sadio Mané, der Furion V7 aus dem Dizzy Heights Pack. Den verlosen natürlich heute an euch. Bevor wir jetzt gleich zum Gewinnspiel kommen und euch erklären, wie ihr mitmachen könnt, habe ich ganz vergessen, den Schuh nochmal im Detail zu zeigen. In München, kurz vor Übergabe, haben wir dann noch schnell ein Unboxing für euch aufgenommen, um euch den Schuh natürlich nochmal im Detail zu zeigen. Deshalb würde ich sagen, jetzt nochmal zurück nach München und dann gleich zurück zum Gewinnspiel. Also Leute, wir müssen jetzt genau in 2 Minuten los, aber wir wollten den Schuh natürlich noch schnell zeigen. Kommt natürlich erst nach der Reaktion, aber dass ihr den Schuh noch kurz seht, machen wir ein kurzes Quick-Unboxing, denn sobald der Schuh übergeben ist, ist er logischerweise weg. Wir kommen natürlich noch an, noch mal kurz im Büro zu sprechen, was bei dem Schuh hier hätte besser laufen sollen oder warum ich so ein bisschen selbstkritisch bin. Dazu kommen wir gleich, wir haben jetzt aber nicht genug Zeit zum Labern, deswegen zeige ich euch schon mal kurz im Unboxing. Also erstmal die Box hier kennt ihr natürlich schon, Löwe wegen Senegal und New Balance haben wir hier auch. Das hier kennt ihr auch schon. New Balance Furion V7 Plus Mané Edition. Größe von ihm ist jetzt auch EU42. Haben wir natürlich auch alles abgelernt mit seinem Management. Dann haben wir hier einmal, wie gesagt, den Karton und hier drin befindet sich der Sadio Mané Schuh. Außenseite senegalesisches Pattern, quasi ein bisschen Außenseite seiner Heimatherkunft. Wir haben rote Schnürsenkel gewählt wegen FC Bayern. Finde ich, sieht es auch nochmal geil aus, wenn man beide Schuhe hier hält. Ist natürlich sehr minimalistisch geworden, aber vor allem in Kombination mit der Goldsohle, muss ich schon sagen, hat es einen kleinen Hingucker. Dann schauen wir uns mal auf der Innenseite ganz close hier an. Innenseite ist dann so ein bisschen das Thema, ja, aktuelle Heimat. München, die Skyline von München haben wir hier untergebracht. Die hätte eigentlich deutlich größer werden sollen bis hier unten hin, aber die Druckerei kann halt nicht um die Ecken drucken, deswegen war es ein bisschen schwieriger. Und hier haben wir noch Mané 17 als Pattern. Hätte eigentlich Gold werden sollen, kommen wir auch gleich dazu.
Ist natürlich ein bisschen schade, aber trotzdem nochmal so ein kleiner Hingucker. Wenn man beides so mal so hinlegt, ich weiß nicht, ob man auf der Kamera sehen kann, ist natürlich schwierig jetzt wegen Licht, aber da haben wir noch den Löwe vom Karton untergebracht. Und vor allem so sieht der Schuh dann quasi aus. Und ich hätte es natürlich in Gold haben wollen, dann wäre das nochmal krasser geworden. Allerdings die Zeit war jetzt nicht mehr zum zweimal drucken. Trotzdem finde ich eigentlich, wenn man den Schuh so präsentiert, zum Beispiel hier, wir legen den so rum rein und den anderen so rum, in Kombination mit dem Karton, sieht das schon wirklich sehr, sehr geil aus. Das heißt, Leute, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback, was ihr denn zum Sadio Mané Fußballschuh sagt. Das Ganze, wie gesagt, Außenseite mit dem senegalesischen Pattern, also diesem Muster, dieses Strickmuster. Auf der Innenseite die Skyline und natürlich das Ganze eigentlich in Gold. Und auf der Innenseite haben wir auch noch einen Löwe untergebracht. Wir wussten, das feiert der unnormal. Das heißt, designtechnisch eine Herausforderung gewesen. Ich hätte es gerne auch ein bisschen Auflege gemacht und eher Gold. Das war leider zeitlich ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz, lasst gerne eure ehrliche Meinung 1 bis 10 in den Kommentaren da zum Sadio Mané Fußballschuh. Kommen wir jetzt also wie versprochen zum Gewinnspiel, zum unterschriebenen Sadio Mané New Balance 4 und V7. Gebe ich natürlich ungern ab, aber ihr habt es euch auf jeden Fall verdient. Deswegen verlosen wir dieses Paar Fußballschuh natürlich jetzt wieder bei euch. Das Ganze wie immer sehr, sehr simpel. Ihr müsst den Kanal einfach nur abonniert haben und einen Kommentar da lassen mit Hashtag Furin. Also gerne ein Feedback zum Video da lassen. Was sagt ihr zum Schuh? Nämlich feiere Schuhe 8 von 10 oder ich feiere Schuh gar nicht 1 von 10, Hashtag Furin. Dann seid ihr automatisch beim Gewinnspiel dabei. Das Ganze läuft wieder 7 Tage, wird dann bekannt gegeben. Falls ihr eure Chance verdoppeln wollt, also zweimal im Lostopf sein wollt, postet gerne das Video bei euch in der Story auf Instagram und verlinkt mich. Findet ihr unten verlinkt in der Beschreibung. Dann seid ihr, wie gesagt, zweimal am Start und habt natürlich damit auch größere Chancen, diesen Fußballschuh zu gewinnen. Und an dieser Stelle, Leute, vielen, vielen Dank für euren Support. Das weiß ich, wie gesagt, sehr zu schätzen, dass ihr mich auf diesem Weg unterstützt. Vor allem bin ich ultra stolz für diese Möglichkeit, vor allem wie sich das entwickelt hat, wie wir angefangen haben, Fußballschuh-Designs und wo wir jetzt sind. Das soll trotzdem erst der Anfang sein. Aber Sadio Mané, der größte Star in der Bundesliga eigentlich, für den Schutz zu designen, dass er dann auch noch so reagiert, für mich ein absolut surreales Gefühl. Mega stolz drauf, vor allem, wie gesagt, der lange Weg bei diesem Format. Das kostet unglaublich viel Geld und Zeit und auch sehr viel Nerven, vor allem im Sadio Mané Schuh. Als der ankam, war ich echt erst am Boden zerstört, wenn man sich einfach selbst so viel Druck macht. Deswegen hoffe ich natürlich, das Ganze kommt bei euch sehr gut an. Wir haben auch schon eine neue Folge gedreht mit einem neuen Schuh. Das heißt, dieses Jahr wird Vollgas gegeben. Ich hoffe, ihr supportet das Ganze. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dahin, Leute, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und ciao.